Der Zugspitz Ultra Trail ist ein Sportevent der Superlative. Bis zu 26 Stunden am Stück laufen die Teilnehmer um die Zugspitze herum. Beim Ultra Trail, dem längsten der 5 Distanzen, müssen 102,5 Kilometer und 5500 Höhenmeter überwunden werden. Da zählt eine gute Vorbereitung. Viel Laufen, viel Höhe, ja, viele Kilometer und viel Regenerieren. Dann läuft es eigentlich. Und immer mit Spaß laufen. Das ist das Allerwichtigste. Aufgrund der kritischen Wettervorhersage wurden die beiden längsten Strecken in diesem Jahr auf 63,5 Kilometer verkürzt. Das große Ziel war es für uns, die Sicherheit der Teilnehmer zu gewährleisten und ihnen trotzdem einen Lauf zu ermöglichen. Daher haben wir die ersten zwei Langdistanzen Ultra Trail, Super Trail XL gestrichen. Deshalb gingen bei der 9. Auflage von Deutschlands größter Berglaufveranstaltung besonders viele Läuferinnen und Läufer gleichzeitig an den Start. Ich habe natürlich was ganz anderes erwartet. Ich habe erwartet, dass ich durch die Nacht laufe, dass es kalt wird, dass es vielleicht oben ja, viel Schnee gibt. Ich denke mal, das haben wir heute hier auch noch. Ich habe mich halt mit der Strecke hier wenig auseinandergesetzt, weil ich natürlich auf die 100er jetzt aus war. Deshalb bin ich mal gespannt. Florian Reichert aus Niedersachsen erreichte nach 6 Stunden und 5 Minuten als Erster das Ziel. Die 39-Kilometer-Strecke gewann die Biathlon-Olympiasiegerin und Weltmeisterin Laura Dahlmeier. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Ich laufe immer unheimlich gern mit. Das ist ja Veranstaltung direkt vor der Haustür. Und wenn es dann auch noch so super ausgeht wie in dem Jahr, macht es doppelt viel Spaß. Susanne Lehmann musste ihren Lauf bereits nach 14 Kilometern beenden. Sie träumt weiter von dem Endorphinkick auf dem Gipfel, von den Glücksgefühlen im Ziel und von der Erschöpfung und der Freude, es geschafft zu haben. Deshalb wird sie auch nächstes Jahr wieder an den Start gehen.